immer so, du hast mich positiv überrascht. Ich meine, es ist ja süß und es ist auch schön, aber man denkt sich dann so, Alter, was haben die alle für ein Bild von mir? So, weiß ich, meine. Also ich bin auch nicht so geboren. Ich habe mich selber so gebaut. Ja, ja. Deshalb ist, du kannst nicht... Justine, wie viel drückst du auf der Hantelbank? Viele Frauen haben halt Angst davor, weil die denken, die kriegen dann voll die Muscles so. Aber als Frau richtig Muscles zu bekommen, ist brutal schwer. Ja, ne? Wenn es dann vorbei ist und du hast dann Upturner. Dann dir, auf die, auf dich, auf alles. Ja. Oder? Dann weißt du einfach, dass es nicht das Richtige ist. So. Befriedigt mich in dem Sinne viel mehr als der körperliche Akt. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal Sex hatte, so, weißt du? Tanze mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibt's nicht zwei von dir? Negative Energie in diesem Raum. Haut, man darf sich nicht einmal auseinandersetzen, dann ist direkt negative Energie. Fühlt sich voll entspannt an. Für mich auch. Oder? Leute denken manchmal, wenn man diskutiert, dann ist es negative Energie. Ich, ich hatte mit dir noch nie eine negative Energie. Nee. Selbst wenn du abgefuckt bist, ich spüre das gar nicht. Weil ja, sehr, ich finde auch, selbst wenn wir diskutieren, halt, wir diskutieren ja auch manchmal intensiv so. Ja. Über. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie auch dafür da bin, dich ein bisschen zu motivieren so. Und das Gefühl, dass du manchmal ein bisschen zu low bist so und dass ich dich ein bisschen aus dem Arsch bringe, aus dem Arsch holen muss. Du musst den Arsch treten, ne, mäßig. Ja, ja, genau. Aber das ist für mich dann auch nicht negativ oder nee, so, weißt du? Nee, das ist nicht negativ, absolut nicht. Negativ ist, finde ich, wenn Menschen so wenn ich jetzt sagen würde, du bist scheiße auch, und ja, ja, geh mal jetzt und... So böse halt. Ja. Du hast ja nichts Böses in dir einfach, sorry. Nee. Da kannst du auch noch so böse tun. Aber man muss dazu sagen, dass im Gegensatz zu dir... Also ich war ja immer, die Leute haben auch immer gesagt, ich bin ja immer dieser Positive, dieser krass Positive, ey Bro, du bist voll positive Vibes, dies, das, bla bla bla. Aber im Gegensatz zu dir bin ich schon fast Zynik. Ich schwör's dir, Digga. Okay, das war jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel. Nee, aber weißt du, was ich meine? So, du bist ja schon auf jeden Fall was, dieses Positive und alles ist nice immer und... Nie schlecht drauf und ich so. Ich bin auch mal schlecht drauf, hallo? Aber du zeigst es halt nicht. Ich sehe trotzdem immer das Gute im Leben, auch wenn ich scheiße drauf bin. Doch, man merkt das schon manchmal, wenn ich scheiße, glaub mir. Es kommt aber darauf an, welche Person ist mir auch gegenüber. Entschuldigung, bei dir, wie soll ich bei dir richtig schlecht drauf sein? Das geht gar nicht. Aber wenn dann irgendwo so ein Horst vor mir steht und wirklich ein Mensch, wo ich denke, what the fuck, ich kann auch böse sein, ne? Also es geht. Ja, das glaube ich dir nicht. Nee, aber Mann, Leute, was soll ich sagen? Mein Leben ist an sich geil für mich. Ich habe auch schon viele Erfolge erreicht, aber jetzt bin ich an dem Punkt, habe ich dir gesagt, ich will mehr erreichen, deswegen bin ich auch unzufrieden teilweise. Manchmal auch richtig abgefuckt und so, es geht auch. Aber im Großen und Ganzen, ich bin gesegnet, weißt du, wie ich meine? Ganz kurz, ich muss einmal dem Nico Zinkan eine Faust auf die Realness geben. Danke für die 3,99 Euro und für den süßen Smiley, den du damit reingehauen hast. Wink it in, man. Ja, du bist gesegnet, auf jeden Fall. Aber wir hatten ja auch schon... boah, Digga, das sind richtige Texte, aber meistens ja, ist, aber ist das? Nicht, das ist die Religionsdiskussion, die will ich jetzt eigentlich auch ach beiseite, so. Lass uns das Thema beiseite so, weil ja, da wird man nie, Freunde, man wird nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Jeder soll das mit sich, seinem Herzen und Gott ausmachen, bitte. Was ich sagen wollte ist, das ist ja auch eine Sache, die ich bei dir auch manchmal kritisiere so. Dass du halt sagst, alles ist nice und alles ist geil und so, weil du ja auch irgendwo sagst, du willst irgendwie was erreichen und irgendwie ein Ziel haben und irgendwie was machen und ich glaube, da gehört halt eine gewisse Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation dazu. Das verstehe ich auch, sonst ändert man nichts. Sonst, also wenn man immer zufrieden ist, wird man nichts ändern. Und deswegen, ich habe ja gesagt, aber diese Grundzufriedenheit, diese Grundzufriedenheit finde ich schon nice. Also da kann man sich auf jeden Fall bei dir auch eine Scheibe von abschneiden. So. Ich habe halt viel mit Psychologie gelesen und ich habe halt viel auseinandergenommen, mich selber und das Leben. Viele Jahre. Ich habe viel Zeit investiert darin. Deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin. Also es kommt nicht, ich bin nicht so geboren worden. Und ich habe auch schon in meiner Kindheit, habe ich dir erzählt, was passiert ist. Ne? Dieses, dass meine Eltern sich getrennt haben, von heute auf morgen weggerissen, alles verloren, nie gut gewesen in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich hat es nicht interessiert. Ich habe mal gemalt und geträumt und weißt du, so, also Katastrophe, also ich bin auch nicht so geboren. Ich habe mich selber so gebaut, ja, ja. Dass ich jetzt ein zufriedenes, glücklich, oder sagen wir mal, ein glückliches Leben führe. Mäßig. Im Großen und Ganzen. Aber natürlich gibt es immer so scheiß Momente auch. Gar keine Frage. Und Pechsträhnen habe ich auch in so einen Scheiß. Also, ja, da kommt man halt nicht. Das ist das Leben. Ja, ne? Das ist das Leben. Weil ich war auch, das soll, muss ja auch so sein. Muss ja. Ja, also du kannst ja nur krass sein, auch wenn du den Pain mal gefühlt hast. Also du,
bist auch erst richtig dankbar, wenn du mal auch Scheiße gefressen hast und du weißt auch Sachen mehr zu schätzen und so. Also ich glaube halt, meine Einstellung ist, du kannst nicht, sorry, das ist hier gerade voll laut. Keine Ahnung, was da gerade ist. Auf jeden Fall, ich sag immer, du kannst nicht hoch... Shooting, man. Nee. Ist eigentlich voll chillig hier bei uns in der Neighborhood, sag ich mal. Ja, aber du kannst nicht hochfliegen, wenn du nicht bereit bist zu fallen. Also es ist immer so Tag und Nacht und Yin und Yang. Also diese zwei Seiten musst du in Kauf nehmen. Ne? Also wenn du sagst, du willst dich krass fühlen und heftig, dann musst du auch bereit sein, auch ganz down zu sein. Das gehört einfach dazu. Und da sollte man auch keine Angst vor haben, weil dann kannst du gleich aufhören zu leben. Ne? Also das ist das Leben, Fühlen, Emotionen und auch Ups and Downs. Achterbahnfahrt ist einfach so, sonst wäre es langweilig. So, weißt du? Das ist auch wichtig. Fellas, genau, Don Habibi, danke für den Fünfer, Bro. Dabei ist alles, Wald, dabei ist alles. Hau mal jetzt in den Bildschirm rein, Bro. Rein da jetzt, Junge. Stark. Auch David Zoki nochmal mit 5 Euro am Start und sagt, Bro, nach deiner Weltreise und Food-Vlogs, mach Weltreise und Food-Vlogs around the world, würde dir voll stehen und würde 100% durch die Decke gehen. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für den Support erstmal und danke für den Hinweis. Justin, wie viel drückst du auf der Hantelbank? Erzähl mal. Gar nicht. Ich gehe gar nicht, ich geh nicht auf die Hantelbank. Echt? Nee. Ich habe mal diese Maschinen, weißt du, wichtig. Diese Geräte. Die, ich weiß ja, aber man muss schon frei auch trainieren als Frau. Ich mach da, ich kann das ja, ich kann es mir mal zeigen. Yeah. Leon könnte mal so ein Video machen, wie Frauen am besten trainieren. Dann kann er nämlich auch mal den Mädels helfen. Dann kriegt er mal ein paar Mädels, die zugucken. Ja, zum Beispiel, ja, let's go. Ne? So basic, wie die Basic-Übungen für Frauen. Das wäre geil. Nicht basic. Nee? Frauen müssen nicht anders trainieren als Männer. So. Das ist ja schon die große, das große Ding. So, okay. Das, dieser große Unterschied, der gemacht wird, aber der nicht wahr ist so. Frauen müssen nicht anders trainieren als Männer. Ich weiß, worauf Frauen müssen auch Oberkörper trainieren, müssen auch Rücken trainieren, Brust trainieren, Arme trainieren. Aber viele Frauen haben halt Angst davor, weil die denken, die kriegen dann voll die Muscles so. Aber als Frau richtig Muscles zu bekommen, ist brutal schwer. Ja, ja. Es geht da einfach nur um die Stabilität und um den Ausgleich auch. Die gehen meistens, und das ist am schlimmsten, 2 Stunden auf dem Stepper und dann ein bisschen Bauch, Beine, Po, Dicker so. Weißt du? Ja, aber ich mache diese Geräte, weißt du, das zum Beispiel, wo man hier runterzieht, dann das, wo man so drückt, dann das, wo man so drückt, ja, diese ist cool. Geräte, ne? Aber nicht Freihandel, weil ich Angst habe, dass ich mich falsch bewege und mir irgendwas verklemmt wird oder so. Die sind halt besser, weil du damit auch die Gelenke vernünftig darauf vorbereitest, so, weil wenn du nur an den Maschinen trainierst, dann hast du keine, also dann ersetzt du quasi deine Gelenke mit diesen Maschinen und dann können deine Gelenke, deine Knochen und so sich gar nicht richtig anpassen, so. Also ich bin ein Fan von freien Übungen, von Anfang an direkt Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, Rudern, gar keine Maschinen. Okay. So Maschinen kommen dann, also bei mir, ich integriere Maschinen dann am Richtung Ende des Trainings, um nochmal isoliert den Muskel zu treffen. So. Aber mit den freien Übungen hast du halt auch wirklich so, wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst, dann hast du Schulter mit drin, Trizeps mit drin, die Gelenke müssen stabilisieren, ausgleichen und so. Du hast halt mehr Körpereffekt, so. Mhm. Mehr Arbeit vom Gesamtkörper. So. Mhm. Ja, cool. Wir müssten echt mal trainieren gehen zusammen. Son Wukong spendet 10 Euro. Erstmal danke für den Support, Bro. Ich küsse dein Herz und schreibt Ärsche, Frauen und Jointen. Ich glaube, er meint Joints. Ausnahmen. Ich ziehe halt auch genau diese Männer an, ne? Ich habe mal auch einen Brother gehabt, der hier, der mich in Tulum besucht hat, nicht besucht hat. Der war einer aus meiner Community und hat mir halt geschrieben, als er hier war und so. Und den habe ich gemerkt, der verfolgt mich und der ist auch richtig geiler Typ. Grüße gehen raus an Joe. Und ich habe gemerkt, der ist halt einfach noch schlimmer als ich so. Ne? Der ist halt so, ja, so auf dieses Frauenfokussierte und Ärsche und Frauen und am besten jeden Tag. Weißt du, ich meine so. Da habe ich auch gemerkt, so, ey, krass, was ich in der Community auch anziehe, so, weißt du? Aber ist normal bei Männern. Ich finde, nur in einem gewissen Alter muss das auch mal aufhören, ey. Ja, voll. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal Sex hatte, so, weißt du? So vom Gefühl her so, ja, es ist echt, ich meine, ich habe hier eine Zeit lang in Mexiko halt auch wirklich oft viel und verschiedene und bla bla bla, aber es gibt mir gerade nichts mehr. Und das ist auch das Alter, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist auch irgendwann, die Bestätigung brauchst du nicht. Du brauchst die Bestätigung, dass die Frauen nicht. Man fühlt sich auch dreckig, man fühlt sich auch irgendwann nicht mehr so, nicht so geil. Ja, ich bin auch mehr wert, als mich jedem zu schenken so. Weißt du, ja, ich meine so? Ich finde auch, ich finde, das macht einen Mann attraktiv. Entschuldigung, aber an meiner Stelle, ja. Ich zum Beispiel, ich stehe gar nicht auf Männer. Okay, ich muss sagen, ich habe auch viel mit
also gesehen, ich arbeite auf Saison. Ich bin selber gar nicht so schlimm, wie man das meint. Ne, wirklich, jetzt habe ich schon so oft gehört, dass Leute, was weiß ich, von mir denken, nur weil ich Promoterin bin. Ich war immer voll ruhig, weißt du, ich bin immer arbeiten gegangen, zu Hause schlafen, aber ich habe gesehen, was so passiert um mich herum. Und das ist einfach so krass, wie die Männer so, oh, ich finde, das ist so unattraktiv, wenn ein Mann einfach mit jeder Frau mitgeht. Ich finde das katastrophal. Also eine Frau, die Niveau hat, die findet das auch katastrophal. Ja, sorry. Das ist in beide Richtungen so. Weißt du, man sagt ja immer so, nee, Frauen müssen aufpassen und Frauen dürfen nicht so viel. Und bei Männern ist ja geil und ist ja cool und so. Ich finde auch mittlerweile, dass es schon ein Ding ist, wo beide auch drauf achten müssen. Wie du gesagt hast, es ist ein Energieaustausch. Ja, und du ist das auch so. Ehrensache so. Man fühlt sich auch du fixst auch, also wenn du mit jeder Frau, die auch vielleicht, die du vielleicht nicht mal attraktiv findest, du machst es einfach, weil du ihn reinstecken willst, so mäßig, dann geht das auch an deine Ehre so. Also du machst dich selber zum Pisser auch irgendwie so ein bisschen so. Weil du hast kein Niveau. So. Man sollte schon ein Niveau haben so. Ja. Für sich selber auch einfach, dass man sich selber wertvoll fühlt, genau. Muss man das auch machen so. Und ich habe, glaube ich, sehr viel von meiner eigenen, also ich habe auch teilweise Dinge gemacht und so, auch wo ich dann auch richtig gemerkt habe, dass ich mich selber nicht mehr so wertvoll finde danach. Also Bro, man fühlt sich auch oft danach was machst du? Digga, bist du dumm so ist? Ich finde auch, also das Gefühl davor, der Jagdinstinkt bei Männern ist halt so, ne? Also Männer und Frauen ist auch nochmal der Unterschied, weil Frauen wollen ja einen Vater für ihre Kinder suchen, instinktiv, und Männer wollen ja ihre Samen verstreuen. Deswegen verstehe ich auch, dass der Mann diesen Jagdinstinkt hat und so, und damit jeder Frau. Aber wenn man mal drauf achtet, also habe ich schon oft gehört, auch von Männern, die sagen dann, wenn die dann mit der Frau dann auch Sex hatten, weißt, wenn die das dann ihre Beute haben, danach ist dann so eine Leere da. Immer. So eine, und das ist kein schönes Gefühl. Ist nicht geil. Weißt du? Ist nicht geil. Nee, ist nicht geil, weil halt auch oft dann, man ist dann halt auch, wenn man halt ein bisschen kühler ist auch und so, dann ist man manchmal auch dann nicht mehr so korrekt zu den Frauen und so. Und damit machst du dein eigenes Karma auch irgendwie. Stimmt. Also du merkst es, also ich habe das richtig gemerkt dann teilweise, wie das mir selber nicht gut getan hat, langfristig so. Weil, ja, so nur auf das eine raus wollen, und wenn du das dann hast, dann bist du auf einmal der größte Pisser. Und das kennen viele Männer, da müsst ihr auch nicht hier einen auf Moralapostel machen. Viele kennen das so, und das ist nicht korrekt. Es ist halt auch, wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest, gewisse Attraktivitätslevel hast. Und ich war halt auch eine Zeit lang auf Festivals und so unterwegs, und ich habe halt einfach gemerkt, man kriegt das halt auch so geschenkt manchmal. Weißt du, du kriegst es einfach, Frauen kommen zu dir und sagen, mach mit mir, was du willst. So, aber das ist ja auch on daily basis so. Weißt du, ich meine, ja, aber okay, Männer, ja, wenn du halt dein Leben, wenn du halt ein junger Typ bist, der auch so aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin, mit dem Mindset, was ich da dann noch hatte, und mit der Musik und mit dem Ganzen, und halt Frauen auch oft nur als das eine siehst, so, und das war bei mir in der Vergangenheit so, dann ist es für dich fucking Paradise, wenn du auf einmal noch famous, also ich hatte nie Probleme, aber wenn du auf einmal noch famous wirst und jeden Tag 10 Frauen sich anbieten und du suchst dir eine aus quasi, so, weißt du, dann ist es eine Zeit lang geil, aber es erfüllt dich nicht richtig so. Also es gibt dir nicht das, was du wirklich brauchst. Das merkst du ja in dem Moment, wie du es gesagt hast, wenn es dann vorbei ist und du hast dann Abturner auf die, auf dich, auf alles. Ja, dann weißt du einfach, dass es nicht das Richtige ist so. Also ja, ich kenne das Gefühl auch gut als Frau. Also ich finde es auch überhaupt, also ich überlege, es gibt auch gerade hier, ne, ich treffe echt richtig hübsche Männer. Also wirklich so richtig wie Männer aus Videoclips, so, naja, so eine richtig heißen Typen, sage ich mal. Aber ich überlege mir dreimal, ob ich jetzt wirklich mit denen ins Bett steige, weil ich fühle mich, wenn ich das habe ich auch schon mal gemacht, ne? Ich bin jetzt auch kein Engel, aber ich habe mich danach wirklich nie gut gefühlt. Also ganz selten, manchmal schon, kommt drauf an, wie der Mann dann drauf war auch, ne? Aber ich muss sagen, oft ist es so ein leeres Gefühl, weil eigentlich sucht man was anderes. Also ich finde, emotionale Bindung gibt mir mehr, also emotionale, wie kann man das denn sagen? Emotionaler Bindung. Austausch halt einfach. Dass du das Gefühl hast, du bist dem Menschen irgendwie wichtig, was als wert. Person auch was wert, gibt mir viel mehr, befriedigt mich in dem Sinne viel mehr als der körperliche Akt, der sich leer anfühlt. Weil es gibt Männer, die haben auch mit dir Sex, und du fühlst einfach gar nichts, es ist einfach null tot. Dann gibt es Männer, die geben dir ein richtig gutes Gefühl, die meinen das auch in dem Moment dann wirklich, die freuen sich auch mit dir zu sein, aber dann danach fühlst du dich dann vielleicht komisch. Und dann gibt es Männer, die geben dir wirklich ein kompletten gutes Gefühl, das sind die Gentlemans, ja. Aber trotzdem, irgendwo strebt man, glaube ich, eher nach einer emotionalen Connection, die Connection, wie einfach nur der Akt an sich. Also muss ich sagen, kann ich ehrlich auch beantworten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ja, ich habe mich auf jeden Fall krass geändert, hier in Mexiko auch auf jeden Fall so. Also ich habe hier war ich nicht mehr so ein Arschloch so, weißt du? Hier war es mehr auf Vibes und so. Und hier hatte ich auch schon Mädels,
so, mit denen ich auch dann lange, längerfristig aber nur das eine hatte, aber dann, man hat Vibes gehabt so. Mhm. Man ist essen rausgegangen, Beach gegangen, mhm, einfach gute Vibes gehabt, weißt du, gute Energie und so. Und das habe ich früher halt nie richtig so gehabt. Und das war der erste Schritt in Richtung vernünftiger, stabiler Mann werden so. Mittlerweile bin ich halt so erstmal auf Abstand so. Weißt du, bis dann irgendwas kommt, was wirklich halt nice sich anfühlt und wo ich mir vorstellen kann, da könnte mehr gehen. Ja. So, Son Wukong hat geschrieben, mit 10 Euro, ich küsse dein Herz, Bruder. Money it in, man. Danke für den Support auf jeden Fall. Ich bin nicht so einer, ich bin 26 und hatte seit 6 Jahren keinen Sex mehr. Kiffe auch nicht mehr. Seit mehreren Jahren und die veganen Vibes sind auch schon lange am Start. Das ist so ein super Beispiel, Dicker. Ich meine, das mit dem Sex seit 6 Jahren fühle ich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich ganz schön lange, ne? Ja, ich, also Bro, da staut sich auch einiges auf. Ich weiß auch nicht, wie zufrieden man sein kann, wenn man so lange... Das ist nicht böse gemeint, aber es ist schon sehr... Aber sonst, ansonsten geil so. Vegane Vibes, nicht mehr am Buffen, finde ich gut. Mhm. Finde ich gut.